Und auch heute in der heutigen Ausgabe wieder ein paar spannende Produkte aus der Drogerie, über die viel zu wenig gesprochen wird. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war wieder an meiner Schminksammlung und habe überlegt, okay, die Drogerie ist mittlerweile ganz vorne mit dabei, aber gibt es Produkte, die ich, wenn ich YouTube, Instagram, TikTok konsumiere, nicht sehe? Gibt es. Und die möchte ich euch heute zeigen, weil ich finde, dass sie wirklich, die haben es verdient, gezeigt zu werden. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Vielleicht inspiriert es euch ja auch, einmal durch eure Schminksammlung durchzugehen und zu schauen, was ihr vielleicht irgendwo noch rumliegen habt, was ihr lange nicht mehr benutzt habt, was aber eigentlich ziemlich gut war. Das machen wir jetzt. Starten wir direkt mit ein bisschen Pflege. Und das ist eigentlich schon das Produkt, was das Ganze inspiriert hat. Ihr seht es schon. Das ist ein SOS-Nagelöl. Ja, völlig random, absolut, völlig random in meinen Videos, aber ihr kennt mich mittlerweile, ich bin so eine kleine Knispermaus, ne? Wenn ich sehr nervös bin oder gestresst bin, manchmal auch einfach, weil ich krieg's nicht mit, dann knisper ich immer so an meinen Fingernägeln. Und das sieht nicht so schön aus. Ich habe es mittlerweile echt geschafft, meine Finger gut in den Griff zu kriegen, dass ich wenig knisper. Das ist aber auch sehr viel Arbeit. Ich sitze mindestens zweimal die Woche hier und schneide mir die Nagelhaut zurück. Ich schiebe, ich poliere, ich öle und dieses Nagelöl habe ich vor bestimmt 2 Jahren gekauft und das ist jetzt fast leer. Und ich habe zwischendrin immer wieder andere probiert und keines, kein einziges ist so gut wie das. Und ich sage euch auch warum. Ich bin nämlich jetzt Nagelölexperte. Manche Nagelöle sehen nur hübsch aus, dass man die Maniküre gut sieht, wenn man sich die Fingernägel hat machen lassen. Aber das hier ist was ganz anderes. Das bleibt sehr, sehr lange auf den Nägeln und auf der Haut und das sieht sehr hübsch aus. Du kommst jetzt zum Schluss recht schlecht ran. Es hat einen ganz normalen Nagel, das ist Nagellackapplikator. Du kannst es auf die Nagelhaut geben und dann so ein bisschen einmassieren und die Nägel sehen wirklich richtig, richtig schön gepflegt aus und das lange. Also nicht nur 3 Minuten, bis du irgendwie an deinen Pullover kommst, sondern auch wirklich nach ein paar Stunden noch. Es riecht halt nach Nagelzeugs. Ne? Ich finde, es hat immer so einen ganz bestimmten Geruch, aber das hier ist wirklich, wirklich gut. Also wenn ihr Probleme mit trockener Haut an den Nägeln habt, eure Nägel vielleicht auch sehr brüchig sind, probiert das wirklich mal aus. Ich mag das gerne. Passend dazu diesen Fast Cuticle Remover von Riva Loves Me mit Aloe Vera, der ist auch sehr gut. Nur mal so ein random Ding. Ich glaube, dass ich euch auch ein paar andere Sachen zeigen kann, als immer nur dekorative Kosmetik. Deswegen habe ich noch was anderes für euch. Und zwar das hier. Das ist von Husk. Das kennen mit Sicherheit einige. Das Problem hier dran ist aber, die Verpackung ist so klein und unscheinbar, dass du sie in der Drogerie gar nicht entdeckst. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen gestört hat, wenn ich das gesucht habe, weil du halt ewig suchst, falls sie irgendwas verräumt haben. Das ist ein Keratinöl mit, weiß ich nicht, marokkanisches irgendwas. Ich weiß es nicht. Das ist krass. Ich habe euch dann neulich das hier von Jean Glen gezeigt für den Körper. Das ist ähnlich, nur halt weniger und viel, 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 viel dicker. Ihr könnt es in der Verpackung, glaube ich, nicht sehen. Das ist so dick, du brauchst die kleinste Menge. Also ein Tropfen ist bei mir schon zu viel. Deswegen habe ich einen recht hohen Verbrauch, weil ich halt immer ein bisschen was rausnehme, dann einen Teil halt wegmachen muss und dann in die Haare. Die Haare kriegen wie so eine Schicht oben rauf und die sind glatt, die sind weich, die sind richtig, also die Haarstruktur ist ja porös, ne? Und sobald du dieses Öl darauf machst, ist das glatt und die liegen sehr, sehr schön. Und meine Mutter hat mir das empfohlen, sie hat nämlich sehr lange Haare und blondierte Haare und da musst du natürlich viel Pflege mit reinbringen und sie schwört auf dieses Produkt. Deswegen probiert das mal aus. In die Spitzen macht das nicht einen Ansatz, weil es sieht dann wirklich aus, als hättet ihr euch 13 Jahre lang die Haare nicht mehr gewaschen. Weil es ist ein Öl und es ist kein trockenes Öl, da hilft auch kein Trockenshampoo mehr, aber in den Spitzen gibt das einen extrem krassen Glanz. Und, ich weiß aber nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es trotzdem, wenn ich eine sehr trockene Stelle an meinen Ellenbogen habe beispielsweise, habe ich das auch schon drauf gemacht und das hat sehr, 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 sehr gut funktioniert. Während wir schon beim Thema Pflege sind, wollte ich mit euch noch ganz kurz über etwas von Jeproda sprechen, denn die Mäuse haben was ganz Neues und das ist unglaublich gut. Und dafür bin ich einmal ungeschminkt, denn Jeproda hat endlich etwas rausgebracht, worauf wir alle schon lange gewartet haben. Und endlich habe ich auch wieder einen Code. Das ist schon eine Weile her, dass ich einen für euch hatte und ich freue mich da ganz besonders drüber, denn die The Ice Cream ist ein absoluter Gamechanger für eure Augen. Ich habe sie jetzt schon eine Weile hier zu Hause, damit ich sie natürlich für euch testen kann. Und ich kann euch erzählen, warum die
wirklich sehr, sehr gut ist. Ihr erinnert euch, dass ich euch neulich ein Produkt gezeigt habe und ich es nicht mehr kaufen will, weil ich einfach weiß, wie das Produkt hergestellt wird. Jetzt gibt es aber hier die pflanzliche Schneckenschleim-Alternative, die hier mit drin ist. Und diese Augencreme sorgt dafür, dass die kleinen Fältchen und Linien unter der Haut geglättet wird. Sie hinterlässt einen richtig schönen gepflegten Look unter den Augen. Dunkle Augenschatten werden minimiert. Die Augenpartie, und das ist das Schönste daran, ist super gut mit Feuchtigkeit versorgt. Und gerade wenn ihr Probleme mit trockenem Concealer unter eurem Auge habt, ist das die Lösung dafür. Die Textur ist sehr gelartig, zieht aber trotzdem sehr schön ein. Und ich habe einen kleinen Hack für euch, gerade wenn ihr an diesen Tagen wohl nicht so viel Make-up haben wollt. Das Produkt, eine ganz, ganz kleine Menge reicht übrigens aus. Das ist sehr ergiebig. Mit einer kleinen, geringen Menge Concealer zusammenmischt und unter die Augen gebt, habt ihr diesen richtig schönen, prallen unteren Augeneffekt und alles sieht noch ein bisschen weich gezeichneter aus. Vielleicht wusstet ihr schon, falls nicht, ab dem 25. Lebensjahr verringert sich der Kollagengehalt der Haut um jährlich 2%. Das heißt, ich habe schon 6% meines Kollagengehaltes verloren. Und das Wichtigste, um diesen Elastizitätsverlust der Haut zu verlangsamen, ist das Thema Slow Aging und vor allen Dingen, die Regeneration zu unterstützen, dass sich die Haut schneller und besser regenerieren kann. Und so könnt ihr das Ganze gut verlangsamen. Dafür gibt es bei Yipo dann natürlich auch das Slow Aging Set mit dem Double Cleansing, mit den Timeless Moment Sheet Masken. Ich liebe die, die habe ich euch neulich bei Instagram schon gezeigt. Der Midnight Magic, dem Glow Hero und jetzt auch dazu dann der Eye Cream. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr wirklich eine Menge Geld sparen. Ihr wisst es, ich liebe die Produkte schon seit Jahren. Und gerade mit dieser Augencreme habt ihr wirklich nochmal eine noch vollwertigere Pflegereihenfolge, die sehr, sehr gut ist. Auch hier ein bisschen auf den Lippen. Ihr braucht nicht viel, die hält euch lange. Denkt unbedingt an den Code und probiert die Sachen wirklich aus. Die Produkte machen super viel Spaß, sie zu benutzen. Sie sind einfach zu benutzen und made with love in Korea. Wir kommen zum dekorativen Teil des Make-ups, Freunde. Und zwar starten wir auch direkt mit diesem Trended Up Multistick. Das ist für die Wangen, für die Lippen und für die Augen. Für die Augen, naja, weiß ich jetzt nicht so unbedingt, aber ich habe ihn hier in der Farbe 020. Kommt in so einem drehbaren Stick und du kannst den auf deine Hand auftragen. Der hat einen ganz leichten goldenen Reflex mit drin und ist sehr, 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 sehr angenehm auf der Haut. Der ist nicht zu stark, der ist nicht zu schwach, der hält wirklich sehr, sehr gut und die Farbe ist genial. Ich bin ja eine faule Maus, das wisst ihr mittlerweile, deswegen zeige ich euch einfach mal, wie schnell das geht, wenn ihr nicht so wirklich Lust auf einen Look habt. Übrigens, ich trage heute wieder keine Foundation. Ich habe einen Color Correction Primer. Ich glaube, den seht ihr erst nächste Woche. Der ist noch nicht mal draußen. Wahnsinn. Ich nehme einen Pinsel, arbeite mir das Produkt von der Hand in den Pinsel ein und kann dann hier einfach rübergehen. Und das Schöne bei dieser Textur ist, die hat zwar einen leichten Schimmer mit drin. Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Make-up drauf. Aber der ist vom Grundprinzip matt. Und hält dadurch auch sehr, 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 sehr lange, weil die Textur eine ganz andere ist. Ihr könnt ihn einfach hier so ein bisschen in die Augen, in die Wangen, an die Schläfen geben und habt, ich übertreibe es jetzt wieder für euch, ne, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Das Ding kostet nicht viel. Auf den Lippen, ich habe schon ein bisschen Lip Liner drauf, zeige ich es euch auch gerne einmal, finde ich es fast noch schöner, vor allen Dingen in dieser Farbe, weil dieser goldene Schimmer die Lippen so ein bisschen praller wirken lässt. Und dieses, das ist ein ganz besonderer Aprikot-Ton, aber so Aprikot sieht er gar nicht aus. Ne? Das ist ein sehr, sehr zarter Ton, der genial mit einem braunen Lip-Liner aussieht. Und für, ich glaube, der hat 3-4 Euro gekostet, ist das sehr, sehr gut. Ich habe es, das ist ja voll wieder beim Thema. Ich habe ja einmal erzählt, dass ich gesehen habe, dass jemand ein Video gemacht hat über mich und kritisiert hat, dass ich gesagt habe, hört auf, pinken Blush zu tragen. Mir ging es eigentlich eher darum, zu sagen, dass es sehr, sehr schön aussieht, wenn du einen einheitlichen Look hast. Inspiriert von Charlotte Tilbury, die ja auch, und das ist so eine, geht so ein bisschen in diese Pillow Talk Richtung, diesen Pillow Talk Look. Der heißt, du hast denselben Blush, du hast dieselbe Farbe, du hast dieselbe Farbe auf den Augen, auf den Lippen und auf den Wangen. Also ein sehr zusammenpassender Look, der sehr ästhetisch aussieht. Du kannst natürlich auch lila Lippen, grünen Eyeliner und pinken Blush tragen. Ist mir völlig Wumpe. Ich sage nur, was in meinen Augen ästhetisch ist und das probiere ich euch mitzugeben. Und wenn du so ein Produkt hast, was auf allen dreien Ebenen im Gesicht funktioniert, Augen, Wangen, Lippen, hast du diesen Charlotte Tilbury Look ohne Charlotte Tilbury. Es geht ja nur darum, das zu nehmen, was jemand sehr, sehr gut kann. Und Charlotte Tilbury kann sehr schön ästhetisch zusammenhängende Looks zaubern. Und das könnt ihr mit diesem ein Produkt auch. Das gibt es auch in verschiedenen Farben. Für mich ist die
20 wirklich die schönste, weil sie bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Du kannst sie auch so ein bisschen unter die Augen geben, falls du lila Augenschatten hast. Du hast ein sehr rosy Make-up und das mag ich persönlich super gerne, gerade wenn man keine Foundation trägt oder gerade wenn man nicht so viel im Gesicht haben möchte, ist das sehr, 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 sehr gut. Also probiert es beim nächsten Gang in den DM gerne einmal aus. Bleiben wir gleich bei Drogerie-Make-up-Produkten. Und da habe ich hier von L'Oreal dieses Glow Cherie. Ich weiß nicht, ob das eine Testergröße ist oder ob das die Originalgröße ist. Deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen, weil in meiner Erinnerung war das die Originalgröße. Das ist ein natürliches Glow-Fluid in der Farbe Porcelain Glow, heißt das, glaube ich. Und das sorgt dafür, dass ihr einen sehr, sehr feinen, perligen Schimmer habt. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, wenn zum Beispiel, es wird jetzt hoffentlich bald wieder ein bisschen wärmer. Und wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, will ich ein bisschen mehr Make-up tragen, weil ich mich auf eine Full Coverage Foundation mehr verlassen kann als auf ein Skin Tint. Ne? Es liegt einfach an der Textur. Aber die meisten Full Coverage Foundations sind nicht frisch genug, sondern sehr matt und pudrig. Und das mag ich ja persönlich nicht. Das ist euch mittlerweile ein Begriff. Damit könnt ihr das sehr, sehr gut verflüssigen, das Produkt, und ein bisschen zarter machen. Das hat keinen groben Schimmer, sondern einen sehr, sehr perlenden Schimmer. Und den kannst du dir entweder in deine Foundation mischen, in deinen Primer mischen, auf deine Lippen geben oder auch hier in diesen Blush. Und du hast dann nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt. Und das ist sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel hier rüber und trage mir das hier ein bisschen auf. Das ist so ein Multifunktionsprodukt, auch auf den Augen. Gerade wenn ihr kein Make-up tragt. Sehr, sehr schön für so einen kleinen Lichtpunkt auf der Nase. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen pflegt, dass die Haut darunter nicht so trocken ist. Das ist oft bei Glitzerpartikeln so, dass die Haut sich danach sehr, sehr störrisch anfühlt. Aber in diesen leicht eingefärbten Pigmenten mit diesem Schimmereffekt wirkt das Ganze auch hier wieder sehr weich gezeichnet. In die Foundation, in die Tagescreme mischen, auf euer Make-up geben. Es ist so ein Multifunktionsprodukt. Und wenn das wirklich die Größe ist, dann ist das auch der Grund, warum ich ihn hier mit reingenommen habe. Es ist halt super klein. Hier sind zwar 12 Milliliter drin, aber ihr müsst bedenken, wenn man durch die Drogerie geht, dann ist man sehr visuell veranlagt. Also du schaust, okay, welche Verpackung gefällt dir? Ist das Produkt groß? Ist das Produkt auffällig neben den anderen? Das ist es hier absolut gar nicht. Deswegen probiert das gerne mal aus. Damit könnt ihr wirklich viele verschiedene tolle Produkte verändern und tolle Looks kreieren. Ein weiteres Produkt, was ich euch gerne zeigen würde, ist von NYX, der Wonder Stick. Diese NYX Contour Sticks sind sehr beliebt, aber ich habe hier die Farbe Medium Tan. Ich bin weder Medium noch bin ich Tan, aber damit könnt ihr ganz, ganz viel machen. Das ist so ein Zweckentfremden-Video geworden, ein bisschen, ne? Ich sehe heute glowy aus. Ich zeige euch einmal die Farben. Wir haben einmal diesen Contour-Ton und wir haben einen Highlighter-Ton, der ist sehr, sehr golden. Das ist natürlich kein Highlighter-Ton für mich und ich finde auch, dass dieser Ton für jemanden mit dieser Hautfarbe, der den als Konturton benutzen sollte, zu dunkel sein kann. Aber ich kann ihn natürlich so ein bisschen als Konturprodukt benutzen, indem ich nur ganz, 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 ganz wenig benutze. Einfach ein bisschen auf die Haut. Er muss ein bisschen warm werden und dann in kreisenden Bewegungen mit dem Pinsel so ein bisschen einarbeiten. Und dann nach oben blenden, in den Blush mit rein und du hast eine Kontur. Für mich ist er auf der Haut tatsächlich ein bisschen dunkel, ne? Das gebe ich zu. Wenn das zu viel ist, einfach mit eurem Schwamm nochmal so ein bisschen rübergehen und ein bisschen ausgleichen und dann ist es auch nicht mehr so intensiv. Was ich damit aber mache ist, also so ein bisschen die Inspiration hinter diesem Video könnte auch sein, mit welchen Produkten könnt ihr sehr viele verschiedene Dinge machen. Das hier als Lippenkonturprodukt und dann mit diesem Multi-Stick. Oder ihr nehmt das Produkt, nehmt einen Lidschatten Blended Brush und dann nehme ich mir das Produkt hier von der Hand. Ich male jetzt nicht mit dem Produkt direkt auf meine Augen und kann mir das in die Lidfalte geben und habe einen sehr, sehr schönen cremigen Lidschatten und der fixiert sich von selbst. Das ist halt so ein bisschen das Schöne an diesen cremigen Sticks für die Base, dass sie sich meistens selber fixieren und ihr dann einfach hier mal eben schnell ein bisschen Kontur in euer Lid zaubern könnt und ein bisschen Farbe auf euer Gesicht geben könnt. Diesen goldenen Ton als Lidschatten und das ist das, was ich von vielen Leuten gelernt habe. Ich schaue im Moment total gerne YouTuberinnen, die nicht aus dem Beauty-Bereich sind, sondern die aus dem Lifestyle-Bereich sind. Die schminken sich natürlich oft in Vlogs. Benutzen Produkte, ihr Make-up sieht immer sehr, sehr schön aus, und sie benutzen Produkte, die so vielseitig einzusetzen sind. Und sie haben eine sehr reduzierte Schminksammlung. Das finde ich persönlich super schön, weil ich natürlich mit meinem Beruf hier, ich habe da keine normale Menge an Make-up mehr, aber meine
Traumvorstellung ist es, weniger zu haben und nur Produkte zu haben, die wirklich, wirklich gut sind und mit denen ich viele verschiedene Dinge mache. Das funktioniert natürlich nicht mit meinem Beruf. Ne? Dann kann ja euch nicht dreimal die Woche dieselben drei Produkte zeigen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich Produkte habe, auf die ich mich verlassen kann und viele verschiedene Dinge machen kann, dann sind das gute Produkte. Wenn ich eine Sache heute nicht mehr brauche, dann ist es Bronzer. Aber auch hier muss ich sagen, das war jeden Cent wert bis jetzt. Dieser Artegro XXXXXL Bronzer. 15 Gramm sind mit drin. Ihr habt einen helleren, dunkleren und einen Schimmerton. Ist im Prinzip dasselbe wie dieser Stick, nur in Puderform. In die Lidfalte zum Verdunkeln und einen schönen schimmernden Highlighterton aufs Lid. Oder halt wirklich komplett einfach als so ein bisschen einen schönen leuchtenden Bronzer. Der ist recht warm, wenn man ihn gemeinsam mit dem Highlighter in der Mitte mischt. Ist schön als Hauch an Farbe. Ne? Ich meine, ich trage keine Foundation und ich sehe geschminkt aus, wie sonst auch immer. Und ich habe keine Foundation benutzt. Und es ist schon fast wieder ein sehr herbstlicher Look geworden, ne? Warum sind meine Seasons, meine Jahreszeiten so ein bisschen verteilt? Freunde, das sind so ein paar Produkte, denen ich gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken wollen würde. Jetzt, beziehungsweise in diesem Teil, getan habe. Schaut unbedingt bei Gipo da vorbei. Mit der neuen Die Ice Cream könnt ihr richtig schöne Ergebnisse unter den Augen erzielen. Und wie gesagt, gerade an Tagen wie heute, wenn ich keine Foundation tragen will, die Creme einfach nur mit ein bisschen Concealer zusammenmischen und ihr habt eine ganz, 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 ganz leichte, pflegende Tagespflege und einen richtig schön pflegenden Look. Probiert es unbedingt aus, denkt an meinen Code, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!